Hallo zusammen. Schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zu den Kreisfiguren an, Figuren, die sich aus Kreisen oder Kreisteilen zusammensetzen. In diesem Fall eine etwas komplizierter wirkende Aufgabe. Wenn wir sie uns aber ordentlich zerteilen, werden wir erkennen, dass es gar nicht so schwer ist, das zu berechnen. Ich teile es auf 4 Videos. Zweimal den Umfang und zweimal den Flächeninhalt jeweils mit allen Formeln, die wir kennen. Wir beginnen mit dem Umfang, mit der Formel U ist gleich 2 mal R mal Pi. Wir müssen uns immer den Radius ordentlich überlegen. Die Figur setzt sich zusammen aus einem Halbkreis hier, einem Halbkreis hier, einem Halbkreis hier und einem Halbkreis hier. Das heißt, lauter Halbkreise. Wenn wir genauer schauen, dann erkennen wir, dieser Halbkreis und dieser Halbkreis zusammengesetzt ergibt einen ganzen Kreis. Das heißt, wir rechnen zweimal einen Halbkreis aus und einmal einen ganzen Kreis und müssen dann die Ergebnisse addieren. Schauen wir es uns an, wir portionieren uns das ordentlich. Erstens, erste Figur ist ein Halbkreis und ich meine diesen Halbkreis hier herum, von hier bis hierher gehend. Wir überlegen uns den Radius. Wir müssten hier einstechen und bis hierher spannen und den Bogen ziehen. Das heißt, der Radius geht von hier bis hierher. Also die Hälfte von D2 plus D1. Der Radius dieser Figur wäre D2 halbe, das ist dieses Stück von hier bis hier, plus D1. Okay? Plus D1. Das wäre der Radius, mit dem wir rechnen müssen. U1 nennen wir diesen Abschnitt. U1 ist gleich. Es ist ein Halbkreis, haben wir gesagt. Das heißt, wir brauchen die Formel 2 mal R mal Pi, ein Kreis, durch 2, ein Halbkreis. 2 können wir kürzen. 2 und 2 gekürzt und wir erhalten R mal Pi. Schaut schon relativ einfach aus. Wir müssen nur mehr unseren Radius nehmen und hier einsetzen. Also D2 halbe plus D1 mal Pi. Und fertig ist der erste Bogen. Wir müssen nur schauen, dass wir uns mit D2 und mit D1 nicht vertun. Erster Abschnitt fertig. Zweiter Abschnitt der Rechnung. Wir rechnen diesen Halbkreis zweimal, weil er hier auch noch ist. Das heißt, wir haben einen ganzen Kreis zu berechnen, ein ganzer Kreis, und wir müssen uns wieder den Radius überlegen. Der Radius ist auch ganz klar. Wir würden hier einstechen und bis hierher mit dem Zirkel spannen. Also D1 halbe. Der Radius ist D1 halbe, ein ganzer Kreis. Also, U2 ist gleich 2 mal R mal Pi. Wir nehmen unseren Radius und setzen ihn hier in die Formel ein. Er gibt 2 mal D1 halbe mal Pi. Wir erkennen wieder, wir können 2 und 2 kürzen, was gut ist. Auf 1 und auf 1 und uns bleibt nur mehr über D1 mal Pi. Fertig wären wir an und für sich mit diesem Abschnitt. Okay? Halbkreis oben, ganzer Kreis, die zwei gleichen Halbkreise. Dritter Abschnitt der Rechnung. Wir brauchen nur mehr diesen Halbkreis hier herunten. Halbkreis. Das heißt wieder halb, also ich zeichne es gleich so auf, dann erkennst du, dass wir den
unteren Abschnitt meinen. Wir überlegen uns wieder den Radius dieser Figur. R ist gleich. Wir würden hier einstechen und bis hierher spannen mit dem Zirkel und hier schlagen. Also D2 halbe für den Radius. Ist logisch? D2 halbe für den Radius. Halbkreis. U3 ist gleich 2 mal R mal Pi halbe. Ein ganzer Kreis durch 2. Ein Halbkreis. 2 und 2 gekürzt ergibt wieder R mal Pi. Wir können wieder R nehmen und hier einsetzen und sind schon wieder fertig. Wir erhalten D2 halbe mal Pi für diesen dritten Abschnitt. Okay? Und können jetzt ganz einfach die Summe berechnen. Ich schreibe es mal hierher. Die Summe wäre ja U1 plus U2 plus U3. Wir müssen einfach alle drei Abschnitte zusammenrechnen. Diesen hier und diesen hier. Also, U ist gleich. Wir schreiben es einmal schön noch in Klammer noch einmal ab, bitte. D2 halbe plus D1 in Klammer mal Pi. Wir müssen nur schauen, dass wir keinen Abschreibfehler machen. Plus, was kommt dazu? D1 mal Pi. D1 mal Pi. Plus D2 halbe mal Pi. D2 halbe mal Pi. Okay, soweit klar. Und jetzt müssen wir das noch vereinfachen. Wenn wir genau schauen, erkennen wir, in jedem Ausdruck kommt ein Pi vor. Das heißt, wir können das Pi herausheben aus allen Ausdrücken und können schreiben Pi mal Klammer auf. Vom ersten Ausdruck bleibt uns über D2 halbe plus D1. Okay? Vom zweiten Abschnitt bleibt uns über D1. Und vom dritten Abschnitt bleibt uns über D2 halbe. Klammer geschlossen. Okay? Und jetzt versuchen wir das Ganze noch einmal weiter zu vereinfachen. Ist gleich Pi mal. Und wenn wir es uns jetzt genauer anschauen, sehen wir hier, wir haben D1 plus D1. Das heißt mal, Klammer auf, 2 mal D1 und dann haben wir D2 halbe plus D2 halbe. Halbe und halbe ergibt ein Ganzes, das heißt D2 halbe plus D2 halbe ergibt D2 ein Ganzes plus D2 und das wäre der Umfang fertig berechnet. Okay? Pi mal Klammer 2 mal D1 plus D2. Ein wenig komplizierter, das heißt, wir müssen einen Halbkreis ausrechnen, einen ganzen Kreis ausrechnen und wieder einen Halbkreis ausrechnen, diese drei zusammenfassen und erkennen dann, dass wir das Pi aus allen drei Ausdrücken herausheben können, die restlichen Teile angeschrieben und dann ganz einfach zusammengefasst. Und das wäre bitte unser erstes Ergebnis für den Umfang mit der Formel 2 mal R mal Pi. Im nächsten Video mit der Formel D mal Pi. Alles klar?